Lässt man sich von über 10.000 Demonstranten beeindrucken, die sagen, sie möchten die FPÖ nicht in der Regierung haben? Ich finde es beeindruckend, dass an einem Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, ganz ungeniert Faschisten auf die Straße gehen und gegen demokratische Wahlergebnisse ankämpfen, also den Straßenkampf suchen, um ein Wahlergebnis vom vorigen Sonntag zu korrigieren. Wie gesagt, das kenne ich nur aus faschistoiden Diktaturen, wo man die Handlanger der jeweiligen Autokraten auf die Straße schickt und auf Oppositionelle einprügeln lässt. Ja. Und genauso ist es. Die sogenannten vermeintlichen Antifaschisten sind in Wahrheit die Faschisten und sie befinden sich im Abwehrkampf mit ihren eigenen Wählern. Die Wienerinnen und Wiener und 75% der Österreicherinnen und Österreicher können schlicht nichts dafür, dass die antifaschistische, also die vermeintlich antifaschistische Sozialdemokratie nicht einmal vom toten Hund gewählt wird. Und auch die Menschen in Österreich, jene, die auf den Straßen in Wien unterwegs sind, können nichts dafür, dass die Grünen ein Drittel ihrer Wähler verloren hat. Wenn die nun quasi in ihrer Suizidaldepression über das Fortlaufen ihrer eigenen Wähler trampelnd auf die Straße gehen, diese ganzen Elefanten, die ich da gerade gesehen habe, dann ist es optisch zwar hübsch hässlich, aber es ist am Ende vor allem pathologisch. Das heißt, es befinden sich Linke, Antifanten, Grüne und Sozialdemokraten im Abwehrkampf gegen ihre eigenen Wähler und im Abwehrkampf gegen die Demokratie. Mehr Entlarvung, mehr Entleibung kann man am 3. Oktober 2024 nicht sehen. Jetzt haben wir ja schon einige kritische Stimmen gehört, sehr viele junge Menschen, die gesagt haben, sie haben geweint, als sie das Wahlergebnis am Sonntag gesehen haben. Sie würden sich wünschen, dass es hier demokratischer zugeht. Was sind hier auch die Einschätzungen? Was soll man jungen Menschen hier mit auf den Weg geben, wenn sie sagen, sie fürchten sich davor, dass die FPÖ in der Regierung ist? Behandeln, behandeln, wirklich behandeln. Deanxid, 15 Milligramm, ist ein probater Angstlöser. Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Dulosolan, wenn Sie nicht schlafen können, kriegen Sie am Abend Pregabalin. Die Psychiatrie gibt sehr viele Medikamente her. Wenn Menschen sich, und was bedeutet das? Sie haben geweint, weil in Österreich bei freien demokratischen Wahlen ein Wahlergebnis zustande gekommen ist. Was bedeutet das in Wahrheit? Was geht in solchen kranken Hirnen vor, die weinen, weil die Österreicherinnen und Österreicher frei und demokratisch einen Willen zum Ausdruck bringen? Ich glaube ja schon langsam, ich lebe in einer verkehrten Welt. Ich würde weinen, wenn ich in einer Diktatur lebe. Ich würde weinen, wenn Menschen in unserem Land umgebracht werden. Ich würde weinen, wenn Wahlen nicht mehr möglich wären. Ich würde weinen, wenn die Grund- und Freiheitsrechte ausgehöhlt wurden. Wo waren denn die ganzen verwackelten Gestalten dieses Arbeitsscheigesindel, als vor 4 Jahren die Grund- und Freiheitsrechte der Österreicherinnen und Österreicher ausgehöhlt worden sind? Wo ist das Arbeitsscheigesindel, wenn ein Burgtheaterschauspieler 40.000 Kinderpornos sammelt? Wo sind denn die alle, wenn in Österreich Eliten und ein politisches Establishment über die Rechte der Bürger hinweg wegfährt, ihnen in Wahrheit Einkommen stillt, 10% Inflation, Rezession? Wo sind denn diese sogenannten mutigen Gutmenschen, wenn es darum geht, dass beispielsweise Leonie in Wien umgebracht worden ist? Wo sind denn die, als in Wien 4 Tote bei einem Terroranschlag zu verzeichnen waren? Da waren keine 10.000 Menschen auf der Straße. Da haben sie alle ein dreckiges Maul gehalten. Da waren sie feig. Da hat keiner das große Wort erhoben. Aber jetzt, das ist Gratismut, jetzt, wo es darum geht, gegen die Demokratie, gegen ein Wahlergebnis aufzustehen, da gehen sie dann alle schön lässig und fein auf die Straße und lassen sich abfeiern. Dafür hat kein Mensch in unserem Land ein Verständnis. Sie können es. Warum? Weil es ein hohes Gut ist und das sei denen auch zugestanden, dass es ein Demonstrationsrecht gibt, aber es gibt auch ein Demonstrationsrecht, seine eigene Dummheit zur Schau zu stellen. Angesprochen wurde ja auch, dass zuletzt 2018 unter Türkis-Blau und dann Ibiza die großen Proteste und Donnerstagsdemonstrationen regelmäßig stattgefunden haben. Wie groß ist jetzt auch die Sorge davor, dass es immer weiter zu Ausschreitungen kommen könnte und auch nun wieder regelmäßig am Donnerstag demonstriert wird, sollte die FPÖ Regierungsmehrheit oder Regierungsbeteiligung haben? Es gibt noch nicht einmal Sondierungsgespräche. Der Chef der stimmenstärksten Partei war noch nicht einmal beim Bundespräsidenten. Es gibt noch nicht einmal einen Regierungsbildungsauftrag. Zur Stunde verhandeln die Antidemokraten von SPÖ, die im Übrigen auf der Straße sind, von Grünen, die im Übrigen auf der Straße sind, gemeinsam mit der ÖVP an einer Koalition gegen den Wahlsieger. Dagegen sollte man auf die Straße gehen, dass in Österreich das politische Establishment, das in Wahrheit abgewählt worden ist,
versucht, eine Regierung zu bilden gegen die Demokratie, gegen den Wunsch der Bürger. Da halten sie auch ihr verlogenes Maul. Im Übrigen jene, die gerade auf der Straße sind. Also noch einmal, bei aller Wertschätzung für Menschen, die gerne auf der Straße leben und auf der Straße bicken, ich verstehe das ja vollkommen, die haben kein Zuhaus, alles drum und dran, die gehen gerne auf der Straße. Mir hat ja meine Mutter immer erklärt, Gerald, lern brav, damit du nie auf der Straße landest. Ich nehme zur Kenntnis, das ist mittlerweile modern, jeden Tag auf der Straße herumzulungern. Also denen, die jetzt auf der Straße herumlungern, richtig aus. Auch zwischen 2017 und 2019 wurde die Demokratie in Österreich nicht ausgeschalten und die Koalition zwischen Herrn Kurz und Herrn Strache war keine Nazi-Regierung. Auch die Koalition zwischen Wolfgang Schüssel, Jörg Haider und Susanne Riesbasser war keine Nazi-Regierung. Und wenn diese Idioten nicht bald endlich einmal aufhören, ständig mit diesen Begriffen aus der Vergangenheit, die nur für Schrecken, Tod und Terror stehen, quasi zu kaschieren, dass sie sonst keine parteipolitische Meinung haben, dann duscht es einmal wirklich gewaltig. Wenn man sich auch noch die Sorgen und Argumente der Demonstranten und Demonstrantinnen weiter angehört hat, dann kamen sehr spezifische Schlagworte. Es hat geheißen, unter der FPÖ wäre die Situation mit den Abschiebungen sehr problematisch. Man hätte Angst vor einem Zaun, der um Österreich gebaut wird. Und auch das Thema EU-Austritt wurde angesprochen. Mit der FPÖ in der Regierung hätte man Sorge um die EU-Freundlichkeit. Was ist die Antwort auf diese Ängste? Ob man EU-freundlich oder EU-kritisch ist, ist kein Bestandteil der österreichischen Verfassung. Das richte ich den Demonstranten aus, wie auch dem Herrn Bundespräsidenten Van der Bellen, der quasi die EU-Freundlichkeit mittlerweile als Grundvoraussetzung sieht, um in Österreich politisch tätig zu werden. Wie man zur EU steht, ist ein lupenreiner, subjektiver Standpunkt und hat mit der österreichischen Verfassung nichts zu tun. Um aus der Europäischen Union auszutreten, braucht es eine Volksabstimmung, erstens, und zweitens wahrscheinlich sogar zwei Drittel Mehrheit im Parlament. Selbst die wäre beim besten Willen nicht in Sicht, wenn wir aus der Europäischen Union austreten wollte. Also was soll dieses Argument? Der zweite Punkt, ja, Abschiebungen, ja, die soll es geben. Noch einmal, die Österreichische Volkspartei ist in ihrem Wahlkampf, in ihrem Scheinkonservativen gestanden dafür, dass es Abschiebungen gibt. Das sind 26%. Die Freiheitliche Partei ist mit 29% dafür gestanden. Nach Adam Ries sind das 50%, die in Österreich Abschiebungen von Menschen wollen, die in Wahrheit hier keine legale Aufenthaltsberechtigung hat. Und nur um die geht's, die, die kriminell geworden sind, die, die illegal eingereist sind, die, die sich hier nicht integrieren wollen. Das nennt sich Gesetzmäßigkeit im Übrigen. Auch hier sehe ich keinen faschistischen Vorstoß. Also wie gesagt, noch einmal, zwischen Jörg Haider und Schüssel, zwischen 2000 und 2006 hat es keine Nazi-Diktatur gegeben, zwischen 2017 und 2019 keine. Daher wird es auch zwischen 2024 und 2029 keine geben, wenn die Freiheitliche den Kanzler und den Regierungschef stellt. Und jetzt sollte man endlich mit diesen Versatzstücken aus der Vergangenheit ein wenig zurückhaltender sein, weil in Wahrheit ist das ja alles eine Wiederbetätigung, die hier auf unseren Straßen stattfindet, eine Relativierung der Opfer des Nationalsozialismus. Unter den Demonstranten und Demonstrantinnen waren auch sehr viele junge Menschen, die aus Deutschland kommen oder einen Migrationshintergrund haben. Wir haben auch eine Dame aus Großbritannien gehört beispielsweise, die gemeint hat, sie ist auch Teil dieses Landes und hat Sorge, nun mit der FPÖ in der Regierung nicht mehr als wichtiges Mitglied der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Wie kann man den Menschen auch diese Ängste nehmen? Naja, was die Britin für eine Angst hat, das soll sie mit König Charles klären oder möglicherweise mit Queen Camilla, aber dafür bin ich nicht zuständig, ja, und auch kein österreichischer Politiker. Und dass ausgerechnet wahrscheinlich zwei Drittel der Demonstranten heute in Österreich, in Wien, aus Deutschland kommen, ist auch klar, weil die Sozialdemokratie und die Grünen und die ganzen Antifanten in Österreich mittlerweile so brustschwach sind, dass sie sich ihre Berufsdemonstranten aus Deutschland importieren müssen. So, das ist ja in Wahrheit auch eine Minderheitenfeststellung. In Zukunft wird sich die sogenannte österreichische Linke in einer Telefonzelle versammeln können. Das ist dann die Minderheitenfeststellung und wahrscheinlich ihre einzige Daseinsberechtigung. Also noch einmal. Wie gesagt, ich möchte auf diese Äußerungen, die auf diesen Demonstrationen da getroffen werden, gar nicht eingehen, weil sie in Wahrheit teilweise ja jenseitig sind. Also das ist ja eine Milieustudie, die dort stattfindet. Sigmund Freud hätte seine größte Freude und wahrscheinlich seine größte Kundschaft, die heute unterwegs ist. Jetzt wissen wir, dass die FPÖ mit Herbert Kickl gerne den Kanzler stellen würde. Kann man bei so Ausschreitungen, die schon im Vorfeld angekündigt werden, ruhigen Gewissens den Kanzler Kickl ausrufen? Den Kanzler Kickl ruft bestenfalls der Bundespräsident aus, indem er ihn angelobt. Aber noch einmal, in Österreich wird die Politik vom österreichischen Nationalrat, vom Parlament, vom Bundesrat gemacht, ja, und nicht von der Straße.
Also wenn sich fünf Hirn- und Zahnlose auf der Straße treffen, ja, und ihre Gehirnzellen vereinigen und quasi wie Pinky und Brain den Umsturz in Österreich planen, dann findet dieser Umsturz noch nicht statt. Ja? So. Das heißt, die Politik, die Macht geht vom Volk aus und das Volk wird repräsentiert durch den neu gewählten Nationalrat. Dort ist die Freiheitliche Partei im Übrigen stimmenstärkste Partei. So. Und jetzt wird es darauf ankommen, ob die Parteien ehrlich verhandeln. Wenn sie ehrlich verhandeln, vor allem die Österreichische Volkspartei, dann ist es möglich, dass es eine blau-schwarze Regierung gibt. Wenn es nur Scheinverhandlungen gibt, wenn Lug und Betrug wieder im Vordergrund stehen, dann wird es ohne dies eine rot-grün-schwarze scheinkonservative Koalition. Und dann können die Demonstranten von heute alle ihre Feiteln wieder einstecken und sich entkrampfen und nach Hause gehen und auf Kosten von Mama sich vollfuttern die ganze Nacht. Zum Abschluss noch eine Frage. Die Gespräche, die starten ja jetzt. Wir haben es vorher ja auch kurz angesprochen. Am Freitag, da wird erwartet, dass Herbert Kickl dann sozusagen den Beginn macht, die Parteichefs, die dann sprechen und darüber entschieden wird, wie es nun zukünftig weitergehen soll oder anders formuliert, die sich zusammensetzen und darüber reden, was denn geplant ist. Das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Aber was könnte jetzt der nächste Schritt sein? Was glauben Sie, wie wird sich's jetzt entwickeln? Naja, der nächste Schritt ist bereits am Sonntag in Wahrheit inszeniert worden. Der Bundespräsident hat am Sonntag noch Karl Nehammer angerufen und gesagt, niemals mit der FPÖ. So. Also wir haben es mit der Hofburg, mit der verlängerten Werkbank der Grünen Parteizentrale zu tun, aber doch nicht mehr mit der österreichischen Präsidentschaftskanzlei. Das heißt, sowohl dieser Präsidentendarsteller als auch drei große kleine Parteien, mittlerweile drei Kleinparteien in Österreich, sind drauf und dran, eine Koalition der Wahlverlierer zu basteln. Gehört habe ich das bei Herrn Stocker, bei Herrn Nehammer und bei Christopher Drexler und den restlichen Landeshauptleuten, die sich hier zusammengerottet haben. So, und die wollen eine Koalition gegen Herbert Kickl bilden. Das heißt, man wird Herbert Kickl zwar den Regierungsbildungsauftrag geben, um quasi dem Volk in irgendeiner Form Genüge zu tun, um eine Scharade zu spielen. Und dann wird dieses Establishment probieren, Herbert Kickl bei den Verhandlungen ausrutschen zu lassen und zu sagen, na, mit Herbert Kickl ist das nicht möglich. Das heißt, die Inszenierung, das Drehbuch ist bereits geschrieben. So. Der Schönheitsfehler an der ganzen Geschichte ist nur, Herbert Kickl ist ein durchwegs intelligenter Mensch und wird das dann irgendwann einmal probieren, wird seine Punkte vorstellen, wird dann merken, dass das nur Scheinverhandlungen sind und wird das dann den Österreicherinnen und Österreichern kundtun, wird den Regierungsbildungsauftrag wie eine Klobrille dem Herrn Bundespräsidenten wieder zurückgeben und der Herr Bundespräsident wird dann samt dem Herrn Nehammer der staunenden Öffentlichkeit erklären müssen, warum in Wahrheit demokratisch geschwächte Parteien einen Pakt gegen die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher schließen. Diese Koalition wird ein Jahr gut gehen, dann wird es Neuwahlen geben, weil die Roten sind sich nicht einig, Stichwort Dornauer-Doskozil, die Schwarzen sind sich in Wahrheit nicht einig, Wirtschaftsgrund gegen Bauernbund, gegen Arbeitnehmer, bum, 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 bum. Und die NEOS sind sowieso gespalten, dann gibt es in ein Jahr Neuwahlen und dann hat der Herbert Kickl 45%. Manchmal ist ja die Wahrheit relativ einfach. Ich verstehe ja nur nicht, warum es die Parteien nicht kapieren, die für Politberater im Monat Millionen von Euro ausgeben und dennoch die Wahrheit und die Logik nicht sehen. Es bleibt spannend. Eine kurze Nachfrage noch an der Stelle. Es hat ja geheißen, es könnte sich, und das wurde von Ihnen ja jetzt auch kurz angesprochen, so weit entwickeln, dass es am Ende sogar zu Neuwahlen kommen könnte, weil niemand mit einem anderen zusammen in die Koalition gehen will. Ist das ein realistisches Szenario oder wird man sich am Ende doch zusammenraufen? Ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Also wenn jetzt SPÖ, ÖVP und NEOS Grüne noch immer den Schuss des Wählers nicht gehört haben, dann braucht es halt einen zweiten. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir am 25. November in der Steiermark wählen. Dann wird der Schuss noch lauter werden. Das heißt, die ÖVP wird so abgewählt wie noch nie zuvor in einem ihrer Kernländer. Nicht nur aus einer Zuneigung zu der FPÖ und zu Konasek, sondern einfach, weil die Menschen hier Protest zeigen wollen. So geht es nicht auf Bundesebene. Das heißt, wir Steirer werden dann noch einmal einen Warnschuss abgeben. Und wenn der dann noch immer nicht reicht, dann wird es möglicherweise in einem Jahr Wahlen geben. Ja, dann, wie gesagt, wer gerne daran beteiligt ist, dass die Freiheitliche Partei 40% hat, nur zu. Herbert Kickl hatte die besten Wahlkampfhelfer, der Herr Stocker, der Herr Nehammer, der Herr Kogler, Werner und wie sie alle heißen. Ich meine, bessere Wahlkampfhelfer kann Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei ja kaum haben. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank für die spannende Analyse und die Einblicke an Gerald Gross. Danke.